Hi Leute, wir kochen wieder mal. Heute gibt es Gyros in Metaxa-Soße. Wir haben Schwein, noch ein bisschen Huhn muss weg. Champignons müssen weg, gehören da eigentlich nicht rein, egal. Da noch ein bisschen passierte Tomaten müssen weg. Und die Metaxa-Soße habe ich schon vorbereitet. So, Zwiebeln, Paprika, Gewürze. Vorhin habe ich ja schon die Metaxa-Soße vorbereitet. Da habe ich noch Estragon dran gemacht. Ich finde, das hat es echt noch rausgerissen. Das ist echt geil geworden. Also, Estragon ist echt cool. So. Kohlen habe ich schon aufgesetzt. Platschofen ist fertig. Muss man nichts machen. Ich fange mal an zu schnippeln. So, schnippel die Schnapp. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, mal ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht was. Was wollte ich denn erzählen? Die Zwiebeln sind noch vom letzten Jahr. Kann echt gut einlagern, aber jetzt wird es langsam Zeit, dass sie wegkommen. Deshalb mache ich auch zwei drauf. Wir brutzeln den ganzen Kram gleich zusammen an. Dann kommt das Fleisch dazu. Das kann erstmal eine ganze Weile da vor sich hinköcheln und nachher geht die Soße oben drüber. Wer Bock hat, kann noch Käse drüber machen. Das ist auch cool. Aber ich weiß nicht, ob wir das tun. Hat genug Kalorien, der Kram. So, die Zwiebeln müssen auch nicht so fein gehackt werden. Das ist ein rustikales Gericht. Ja, frischen Knoblauch habe ich leider nicht mehr, deshalb muss ich da gleich auf Pulver zurückgreifen, was natürlich auch noch drin ist. Schön. Ja, das hole ich jetzt. Weiter. Hühnchen habt ihr noch mal gesehen. Manchmal haben sie auch Auslauf im Garten. Meistens aber nicht, weil die schittern so viel. So, Zwiebeln geschnippelt. Ach, hatte ich gesagt, Zucchini muss auch weg. Die ist noch genau, vom Gemüsekuchen ist die noch über. Das schmeiße ich gleich alles zusammen da rein. Die mache ich nur grob. Grob kleiner, das finde ich irgendwie leckerer. Die sind nicht mehr so schön, die Champignons, aber wegschmeißen müssen wir sie noch nicht. Eigentlich kommt bei uns nichts um, weil das, was der Hund nicht frisst, wenn es irgendwie schlecht ist, das futtern die Hühner weg. Baby. Das mache ich auch nur in grobe Stücke. Das verköchelt dann ganz ordentlich.
hoffe, dann sind die Kohlen soweit. Ja, optimal wäre es jetzt gewesen, hätten wir das schon vorher geschnitten und schon mal gewürzt. Nein, Elli, du bekommst nichts davon. Das ist rohes Schwein, das gibt es nicht. Ja. So, und weil wir nicht mehr so viel Schwein, wir haben noch nie viel Schwein gegessen, aber eigentlich haben wir gar kein Schwein mehr essen. Also, sonst klappt das halt nicht. So, zwischendurch werde ich schon mal ein bisschen Gyros-Gewürz dran machen. Katze auf dem Tesla. Das soll ich filmen. Okay. Warte mal. Oh, Luna im ehemaligen Hochbeet. Tom Leo, bist du zufrieden mit dem Tesla? Ja? Wie weit kommst du denn mit dem? Ach, 400 Kilometer ungefähr? Ach, das ist ja super. Mensch, und wie lange musst du immer laden? Ach, wirklich? Nur knapp 20 Minuten? Das ist ja super. Mensch, Tom Leo. Glückwunsch. Glück, wenn ich die Dinger. Achso, ich war gerade dabei, ein bisschen hier das Gewürz einzumassieren, dass das wenigstens noch ein bisschen durchziehen kann. Man hätte das optimalerweise schon vorher machen können. Was macht denn die Kohle? Nix. Kannst du die mal ein bisschen mehr aufs Feuer stellen? Ja, mach doch mal ein bisschen Feuer. Oh, Schneckchen, jetzt tu mal nicht so, als wärst du am Verhungern. Armes Ding. So. Das geht doch hier dran. Ein bisschen Kräuter. Und Mofi-Pulver leider nur, aber schlecht vorbereitet halt. Ach, was soll's. Och, wisst ihr was? Ich mach noch ein bisschen mehr Taxa dran. Das ist doch nicht schlecht. Das fackelt wie ein Schnecki. Hör auf. Man hört auch schon auf zu brutzeln. Ja, man könnte das ja auch Feuer stellen zum Anfall. Oh Gott, ich bin ein Blei. Ja, toll. Oh, das ist auch gar nicht schwer.
den Großen. Das ist Herold. Der ist der Chef, ja. Zumindest beim Hühnern. Komm mal, Hühnern, Süße. Jetzt lassen wir sich hier nicht gegenkrümpeln. Muss heiß sein. So lecker. Hammer. Kohlen obendrauf. Und dann sehen wir uns wieder. Alles klar. Ich hab ihn da oben, aber das ist schon gut. So, ich mache jetzt mal eben die Metaxa-Soße. Und dann gehen wir gleich raus und machen das Gyros im Dutch Oven. Und dann kommt die Soße da drüber. Los geht's! Erstmal ein Knoblauchzehe. Leider nur noch so ein kleines Ding. Gesehen, dass die ein bisschen aufgegangen ist und ja, irgendwie scheinbar schon wachsen wollte. Eine Pflanze werden wollte. Jetzt nehme ich mal das und dann gibt es so ein bisschen trockenes Knoblauchpulver. Das geht hoffentlich auch. Ich reibe die jetzt einfach. Und dann eine Zwiebel schnell. Das wird nicht weggeschmissen.
kann das Öl schon mal heiß werden. Ich weiß, alles nur ein heißes Öl, ein heißer Topf, aber das ist mir zu egal. Ich bin ja nicht Steffen Hensler. So. Dann kommt da gleich 4 Esslöffel. Oh, ich mache mal fast alles rein. Das ist nicht zu klein, oder? Ich nehme noch einen Schluck Öl. So, ich mache das Tomatenmark schon mal dazu. 4 Esslöffel. Ein bisschen mehr. Jetzt vorsichtig mit anrösten. Aufpassen, dass es nicht anbrennt. So, wenn das jetzt angeröstet ist, kommen 8 cl Metaxa dazu. Wir haben den guten vom Aldi. Der ist schon mal probiert. Schmeckt gut. Wir nehmen aber 10 cl, weil wir von allem etwas mehr haben. Ich bin schon ein Freund von genauen Maßangaben. Das ist alles. Jetzt können wir noch ein bisschen köcheln. So, jetzt brauchen wir Milch und zwar 150 Milliliter, da nehmen wir auch ein bisschen mehr. Nehmen wir gleich mal 200. Bisschen weniger vielleicht. Das soll jetzt noch mit dazu.
Beziehungsweise erstmal drei Viertel. Wissen, was bleibt noch über. Sieht schön dann aus. Und die freche Creme. 300 Gramm, wir nehmen 400 Creme fraiche. Wir wollen nichts überlassen. Gleich dazu. Hier. Spaß ein bisschen unterrühren. Dann brauchen wir gleich noch ein bisschen Gyros-Gewürz. Wir nehmen noch Paprika, Knoblauch, Teufelsdreck. Nee, so rum. Das ist, naja. Ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker. Ein bisschen Oregano mache ich auch noch dazu. So, ich habe schon mal Gyros Gewürz dran. Ach, nicht so sparsam. Da steht ein Teelöffel, aber... Soll ja noch was schmecken. Vor allem glaube ich, dass wir noch Salz brauchen. Knoblauch. Ein bisschen Paprika. Und Teufelsdreck. Ja, der Oregano im Garten ist leider noch nicht so weit. Sonst würde ich den nehmen. Ja, auf jeden Fall Salz, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch noch Gyros Gewürz. Schmeckt ja fast noch nichts. So. Ein bisschen Pfeffer, denke ich, mache ich auch noch dran. So, jetzt soll die Milch noch dazu. Jetzt sieht das doch schon ganz gut aus. Sehr gut. Ich mache noch ein bisschen Zucker dazu. So, so kann das erstmal bleiben. Und dann gehen wir gleich raus und machen den Rest weiter. Bis gleich. Wollen wir schauen, wo es geworden ist. Oh, guck mal rein. Apfel schön.
Fritzel die Bratzel. So, warte, ich hole noch einen zweiten. Dann machen wir gleich wieder drauf. So, jetzt geht's zur Geschmacksprobe. Ja, komm. So, bitte. Jetzt probieren. Ich muss ja die Kamera halten. Das ist okay. Ah, es ist auf jeden Fall heiß, verdammt. Mmh. Mmh. Mhm. Und schmeckt? Mhm. Super lecker. Finde ich auch gerade. Super lecker. Futtern das jetzt noch auf und dann sage ich einfach nur fertig. Ciao, ciao.